Herzlich willkommen zu unserer Produktvorstellung von unserem neuen Flachdachsystem, dem Lightning Speed. Ich bin Bart und QR-Code Manager. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Nico, Produktmanager. Wir wollen euch jetzt Stück für Stück die Artikel vorstellen und parallel dazu aufbauen. Wir haben uns jetzt hier gezielt für eine kürzere Grundschiene entschieden. Die ist in, nennen wir sie real auf der Baustelle, etwas unter 2,60 Meter. Nur wollen wir uns aus Darstellungsgründen hier etwas vereinfachen. Wir haben bei der Grundschiene versucht, alles so gut wie es geht vorzumontieren, um am Ende auch oben auf dem Dach Installationszeit und Messzeit zu sparen. Wir haben auf der einen Seite einen Fuß, der eine feste Hammerkopfschraube hat und auf der anderen Seite eine etwas lockere Anbindung. Und der Fuß schaut etwas aus der Hammerkopfschraube, aus der Grundschiene raus. In der Mitte arbeiten wir mit einer vormontierten Klemmung für unsere Stützen. Die ist immer schon ausgemittelt, kein Messen mehr erforderlich. Und auf der anderen Seite haben wir den gleichen Fuß wie am Anfang, mit dem einzigen Unterschied, dass sie in der Grundschiene ist und die beiden Hammerkopfschrauben festgezogen sind. Zur Montage bedeutet, wir haben unsere Stützen, die eine vormontierte Hammerkopfschraube haben. Die Stütze wird lediglich in den Hammerkopfkanal eingesetzt, unter die Klemmung geschoben. Das gleiche auf beiden Seiten. Dann werden lediglich die Hammerkopfschrauben mit 20 Newtonmeter angezogen. Und unsere Grundschiene ist fertig montiert. Im nächsten Schritt wollen wir euch zeigen, wie man den zweiten, das zweite Ost-West-System an das hier anbindet, weil so wie es jetzt hier steht, ist der erste Ost-West, das erste Ost-West-System schon fertig. So. Die nächste Reihe würde einfach in die eine Grundschiene reingeschoben werden. Wir haben bewusst auf ein Verbindungsprofil dazwischen verzichtet, um so zumal Artikelvarianten zu sparen und Montagezeit. So. Drehmoment, wie eben schon genannt, auch hier 20 Newtonmeter. Der Abstand, den wir hier haben, beträgt vom Modulunterkante zur Modulunterkante 15 cm. Das wäre dann unser Reihenabstand. So, im nächsten Schritt brauchen wir unsere Bautenschutzmatten. Wir haben dazu eine völlig neu entwickelte Bautenschutzmatte. Wenn man das erkennen kann, die hat hier eine Profilierung. Diese Bautenschutzmatte ermöglicht höhere Druckpunktverteilung, weil sie etwas größer ausgelegt ist. Wir können sowohl die Basisschiene in ihr aufnehmen oder auch die Ballastierung. Das heißt, unter jedem Druckpunkt kommt unsere Bautenschutzmatte. Vielleicht noch als Ergänzung, natürlich gibt es die für Betondächer und Bitumendächer ohne Alukaschierung, für Foliendächer dann mit Aluminiumkaschierung. Und auch hier wollten wir wieder Montagezeit sparen, indem wir gesagt haben, kein Rimklicken, sondern einfach nur drunter stecken, sodass wir auch hier wieder pro Bautenschutzmatte etwas an Zeit gewinnen. Und auffällig ist auch, wie man hier sieht, dass die Bautenschutzmatte höher ist, sodass wir von Schienenunterkante zu der Dachhaut mindestens 2 cm haben. Vor allem, wenn man auf Mineralfaserfolie unterwegs ist, ist das ein sehr wichtiger Punkt. Erlaubt uns mehr Flexibilität. Genau. Wichtig zu erwähnen ist noch, bevor wir jetzt zur Ballastierung kommen, dass wir auch kleine Höhenunterschiede auf dem Dach ausgleichen können durch die hohe Bautenschutzmatte oder durch die Flexibilität des Systems. Also wir wollten kein steileres System haben. Also zeige ich es mal hier in der Originallänge, es hat natürlich noch ein bisschen besser. Sprich, man kann hier kleine Höhenunterschiede ausgleichen. So, Ballastierung. Ballastierung Standard mit 30x30 Betonsteinen. Die ganz einfach nur reingelegt werden. Wir können pro Seite bis zu 4 Steine auflegen, abhängig vom Layout. Genau, die Daten für die Ballastierung kommen dann aus der Berechnung im Tool. Das heißt, unser System ist im Tool hinterlegt, kann damit also geplant, ausgelegt und mit einem Ballastierungsplan ausgedruckt werden. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, was haben wir hier? Wir haben eine Bautenschutzmatte als ersten Artikel. Wir haben die Grundschiene, die vormontiert ist als zweiten Artikel. Wir haben den Turm als dritten Artikel und anschließend kommt man mit Mittel- und Endklemme ran. Mittel- und Endklemmen, ein Clickstone-Kanal, so wie bekannt, werden eingesetzt und dienen lediglich zur Fixierung der Module. Bekanntes Thema. Genau, also 5 Artikel, um ein Ost-West-System auszulegen. Des Weiteren sind wir in der Lage, über den bereits erfolgten Dehntest
dort eine Blitzstromfähigkeit herzustellen. Das heißt, die Ideenklemme wird eingesetzt in den Hammerkopfkanal und das war's. Der Test kann auch bei Anfrage vorgelegt werden für die Gutachter. Genau. Ja, zusammengefasst, wesentliche Vorteile. Wir haben ein hohes Maß an vormontierten Komponenten. Es ist kein Messen auf der Baustelle dort mehr erforderlich. Wir arbeiten mit einem Drehmoment für die Hammerkopfschrauben und einem Drehmoment für die Modulklemmen, 28 Newtonmeter. Mehr ist dort messtechnisch nicht erforderlich, kann man einfach sagen. Ihr findet auch unsere Kontaktdaten unter Ansprechpartner auf unserer Webpage. Und bei Fragen könnt ihr auch jederzeit durchrufen. Vielen Dank. Frohes Schaffen.